Hallo und willkommen an Tag 19 des Vlogtober. Der Vlogtober ist eine Gemeinschaftsaktion während des Oktober 2017 von einer kleinen Gruppe von YouTubern, deren Kanäle ich euch unten verlinken werde. Bitte schaut dort mal rein. Wir haben völlig unterschiedliche Inhalte und Zielsetzungen. Meine Zielsetzung ist Basteln und Kreativität. Und ich habe in den letzten 2 Wochen einiges aus meiner Heimat und aus meinem eigenen Leben berichtet. Garten, Bergisches Land und Apfelpflücken. Aber jetzt wollen wir back to the roots und uns wieder aufs Basteln konzentrieren. Und eins der großen Themen des vergangenen Jahres bei mir war Planner oder Terminkalender und Art Journaling etc. pp. Und ich möchte heute über ein Thema sprechen, welches ich letztes Jahr schon angerissen habe. Ich spiele euch hier unten das Video ein. Das bringt euch jetzt gar nichts. Ich finde es einfach nett, das nochmal laufen zu lassen. In dem Video ging es um Bullet Journaling. Auch das Video werde ich euch hier in der Infobox verlinken, damit ihr das findet. Weil das Bullet Journal ist ein geniales Prinzip des Amerikaners Ryder Carroll, der in Zusammenarbeit mit der deutschen Firma Leuchtturm 1917 System sich ersonnen hat, mit dem man sogenanntes Rapid Logging, das heißt schnelles Aufschreiben von Terminen, umsetzen kann. Ihm ging das darum, dass er so ein bisschen chaotische Zettelsammlungen immer hatte und da fühle ich mich sehr verbunden mit ihm. Weil dieses Chaos bei vielen Kreativen, die werden mir da vielleicht beipflichten, doch so zum alltäglichen Problem gehört. Und wie sortiere ich meine Gedanken und Termine? Beim Ryder Carroll ging es mehr ums Termine sortieren. Und ich habe festgestellt, das ist eine kleine, schon mal eine Vorab-Analyse, dass ich zeige euch mal meine Seite, das war der September, dass ich eigentlich gar keine Termine habe. Diese 3 Termine, die habe ich jetzt hier auf 3 Seiten vollgeschrieben. Und da war sonst nicht viel. Das heißt, das System, auch was Ryder Carroll sich ersonnen hat, ist wirklich super, aber anscheinend hat er auch mehr Termine als ich. Ich habe schon Bullet Journal Nutzer gefunden, die wirklich alle Seiten vollgeschrieben haben. Allerdings gelingt mir das nicht. Und für die 3 Termine im Monat habe ich dann mein Handy. Genau, das ist auch was ich sehr oft gehört habe in der letzten Zeit. Ich habe für die Termine mein Handy. Und ehrlich gesagt mache ich das auch. Wenn ich dann wirklich mal so einen ganz seltenen Fall habe, dass ich einen festen, wichtigen Termin habe. Entschuldigung, ich habe hier meine ganzen Geräusche im Hintergrund. Dann nutze ich mein Handy dafür, genau. Aber warum dann so ein Journal? Weil ich mittlerweile persönlich festgestellt habe, ich habe hier etwa 1 Meter Regalfläche voller Notizbücher. Und schreibe in ein Notizbuch die Kochrezepte, in ein Notizbuch dann die Ideen rein und in ein anderes Notizbuch wieder kommen die Skizzen für zukünftige Stempelmotive etc. pp. Und that doesn't work for me. Das funktioniert vorne und hinten nicht. Darum wollte ich, war es mir unheimlich wichtig, ein Buch für alles zu haben. Da habe ich das Bullet Journaling entdeckt für zum Beispiel das Sortieren von Gedanken. Der einzige Nachteil beim Bullet Journaling war nach wie vor, dass es feste Seiten hat. Und wenn ich was ändern will an den Gedanken, hatte ich begrenzte Möglichkeiten, das auszutauschen. Dass ich zum Beispiel eine Seite mit Ideen gegen eine andere austauschen kann, wo dann die Ideen neu sortiert werden. Und Ryder Carroll nennt das eine Sammlung und eine Sammlung wäre dann zum Beispiel sowas wie hier YouTube-Ideen, Stempel-Ideen, Vorlagen etc. pp. Die Ideen für den Planner selbst, das hatte ich hier alles schon mal vorbereitet. Nur wie gesagt, das Ryder Carroll-System ist wirklich genial, aber für mich, ich muss Seiten austauschen können. Punkt. Darum habe ich jetzt hier dieses Ringbuch von Raya angefordert. Raya hat das gesponsert, das möchte ich an dieser Stelle sagen. Das heißt, dieses Video ist zwar ein minimal gesponsertes Video, aber keine Anzeige, keine Werbeveranstaltung, weil ich das auf mein Betreiben hin haben wollte, weil ich das unbedingt haben wollte, schon bevor es das überhaupt gab, wollte ich das haben. Habe ich auch schon die ganze Zeit rumgejammert. Aber ich habe kein Produkt bekommen und kriege Geld dafür, dass ich das jetzt in den Himmel lobe. Also das ist der Unterschied zwischen einer Werbung/Anzeige und einem Sponsored-Video. Bei einem Sponsored-Video sagst du deine Meinung und bei einer Anzeige sagst du die Meinung, für die du bezahlt wirst. Und dafür werde ich nicht bezahlt, das nur nebenbei. Aber das Bullet Journaling doesn't work for me, weil ich keine Termine habe. Ich habe eigentlich immer wirre Ideen im Kopf und weiß, was ich heute machen möchte. Das heißt, ich werde das Bullet Journaling, sorry, dass ich so schnell rede,
das Bullet Journaling auf meine Bedürfnisse abändern. Und zwar das, was ich heute vorhabe, schreibe ich mir auf. Dann warte ich bis zum Abend des Tages, mache mir einen Strich drunter und schreibe den nächsten Tag auf. So der Plan. Das Bullet Journaling lebt ja auch von den Bullets, das heißt von den Aufzählungszeichen. Die werde ich beibehalten, denn dieses System von Ryder Carroll ist wirklich sehr genial. Ich werde euch auch mal sein Video hier irgendwo verlinken, das ihr übrigens auch in einer deutschen Übersetzung sehen könnt. Bitte achtet drauf, deutsche Untertitel gibt es dafür. Sehr wichtig. Schaut euch das an, das sind 4,5 Minuten, die euer Leben verändern werden unter Umständen. Und diese Bullets werde ich beibehalten, weil die ein geniales System sind, Termine oder Vorhaben oder Ideen, die man nicht umgesetzt hat, weiter zu transportieren. Denn dieses Bullet, da gibt es ein Keynote, das ist ein Schlüssel, wie man aus diesen Bullets wirklich einen Ablaufplan machen kann. Wenn ich jetzt die Lachsnudeln erledigt habe, da gehe ich mal von aus, dass wir heute die Lachsnudeln essen, kriegt das ein Häkchen, aber für Kochrezepte muss ich mir das hier, Vlogtober Plan With Me, das kriegt ein Hähnchen. Wenn ich ein Häkchen. Wenn ich aber jetzt ein Vorhaben habe für heute, da steht, keine Ahnung, Wäsche waschen. Ja, genau, machen wir das mal. Wäsche waschen. Ist jetzt mal eine ganz banale Sache, ja. Wenn ich heute Abend sehe, die habe ich nicht erledigt und morgen auch nicht, bis hier unten hin nicht, ja. Ich hoffe doch, sonst haben wir aber nichts mehr anzuziehen. Dann benutze ich dieses System von Ryder Carroll, um dieses Bullet weiterzuführen. Wenn ich einen Strich mache, so einen Pfeil, heißt das, das ist auf der nächsten Seite, wird das weitergeführt. Und an diese Vorgehensweise kann ich euch in den nächsten Tagen heranführen, wenn ihr wollt. Aber ich muss es einfach im Praxistest mal machen. Meine Seiten werden nicht tot dekoriert, es sei denn, ich habe Bock dazu. Denn die meisten Bullet Journal Seiten heute, die man sieht, die sind so unglaublich wunderschön dekoriert. Aber das hält doch alle davon ab, das auch wirklich umzusetzen. Ne, mein Plädoyer immer, keep it short, keep it simple und haltet es einfach so, dass es wirklich für euch funktioniert und nicht, dass ihr wochenlang das vor euch herschiebt, weil ihr die Seiten nicht fertig dekoriert habt, die ihr benutzen wollt. Sorry, aber ne. Das hier werden dann für mich die längerfristigen Vorhaben, die kommen dann auf eine Seite, die ich dann immer wieder zurückblättern kann. Ja, ihr seht auch, ich benutze Seiten doppelt und dreifach. Wie gesagt, ich arbeite dran. Das ist für mich ein Work in Progress. Und ich nutze jetzt den Rest vom Vlogtober, dieses Work in Progress für mich so zu testen, dass ich am Ende des Vlogtobers hoffentlich weiß, wie für mich Bärbelborn ein Planner funktionieren kann. Vielleicht gibt euch das was. Wenn nicht, dann danke ich euch, dass ihr bis hierhin zugesehen habt. Und ich hoffe, wir sehen uns trotzdem wieder. Und es gibt einen Daumen hoch. Und eine ganz, ganz große Bitte, bitte lasst mich unten in den Kommentaren wissen, wie nutzt ihr einen Planner? Macht ihr viele Termine oder auch nicht? Wenn nicht, was macht ihr dann mit euren schönen Plannern? Und in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Eure Bärbel, ich hab euch lieb. Tschüss, bis morgen.